Jene, die den Schatz des heiligen Dionysius rauben, werden keinen Platz im Himmel finden. Ihre letzte Ruhe wird in der Hölle sein. Droht ein Bannfluch aus dem 12. Jahrhundert. Lange Zeit können die Stiftsherren in Enger ihren wertvollen Schatz gut behüten. Doch im 14. Jahrhundert wird die Situation für den kleinen Ort brenzlig. Adelige Herren aus der Umgebung überziehen das Land mit ihren Fehden. Sie brennen, rauben und morden. Die Stiftsherren in Enger fürchten um ihr Leben und ihren Besitz. Darunter der kostbare Kirchenschatz aus Gold und Edelsteinen. Und im Innern Juwelen des Himmels. Heilige Reliquien. Es beginnt die wechselhafte Geschichte um den bedeutenden Schatz von Enger. Sachsen im späten 8. Jahrhundert. Die friedliche Idylle täuscht. Der fränkische König Karl will die heidnischen Sachsen zum Christentum bekehren. Seine gepanzerten Reiter sind überall gefürchtet. Es beginnt ein grausamer und langer Krieg, der immer brutaler wird. Eine Missionierung mit dem Schwert und vielen Toten. Spätere Darstellungen idealisieren den Konflikt als gerechten Sieg des Christentums. Widukind, der Anführer der Sachsen, unterwirft sich dem fränkischen Herrscher und lässt sich 785 taufen. Der Sieger Karl, der später der Große genannt wird, gibt sich überlegen und großzügig. Er wird Widukinds Taufpate und soll ihm reiche Geschenke gemacht haben. Und tatsächlich finden sich noch heute im Kirchenschatz von Enger einige Stücke aus der Zeit Widukinds und Karls. Etwa das berühmte Bursenreliquiar. Auch zwei Buchschließen an einer Evangelienhandschrift stammen noch aus dem 8. Jahrhundert. Ein Drache und ein Löwe bewachen den kostbaren Inhalt. Später, 1971, werden in der Stiftskirche noch zwei weitere wertvolle Funde ausgegraben. Die Lunafibel und der Schwertzierknopf. Auch sie stammen aus karolingischer Zeit und gehören vermutlich schon sehr früh zum Kirchenschatz von Enger. Widukind, der tapfere Held aus den Sachsenkriegen gegen Karl den Großen, wird in der späteren Überlieferung zum Förderer des christlichen Glaubens und Gründer vieler Kirchen verklärt. Darunter auch die erste Kirche in Enger. Widukind selbst soll für ihre Ausstattung Reliquien und andere religiöse Gegenstände gestiftet haben und auch hier begraben sein. So der Mythos. Es ranken sich viele sagenhafte Geschichten um Widukind. Fakt ist, nach seiner Taufe 785 verlieren sich seine Spuren im Nebel der Geschichte. Rund 200 Jahre später. Eine Nachfahrin Widukinds ist Königin Mathilde, die Stammmutter der Ottonen, des ersten deutschen Herrscherhauses. Tief religiös stiftet sie viele geistliche Einrichtungen. Darunter auch um 940 an ihrem Geburtsort in Enger ein Stift für weltliche Kanoniker. Mathildes Sohn, König Otto I., stattet das Stift in Enger durch weitere reiche Schenkungen aus. Darunter wertvolle Handschriften. So auch der sogenannte Codex Wittekindeus, eine mittelalterliche Evangelienhandschrift mit kostbaren Elfenbeinschnitzereien auf dem Einband. Königliche Zuwendungen zur Festigung des neuen Glaubens in den gerade christianisierten Gebieten, aber auch gut für das eigene Seelenheil. Denn in der mittelalterlichen Vorstellung ist Gott allgegenwärtig. Er bestraft und belohnt. Und die Angst, nach dem Tod auf ewig in der Hölle zu landen, teilen alle. Die einfachen Menschen genauso wie die Mächtigen.
Deswegen gründen christliche Herrscher wie die Ottonen Bistümer, Klöster und Stifte und statten diese großzügig durch reiche Schenkungen aus. So wird auch der Schatz von Enger immer größer und wertvoller. Bald ist er einer der bedeutendsten Kirchenschätze Westfalens. Doch es sind nicht Gold und Edelsteine, die ihn für die Menschen im Mittelalter so wertvoll machen. Es ist der Inhalt, die Reliquien der Heiligen, die Juwelen des Himmels. Denn in ihnen bleiben die Verstorbenen allgegenwärtig und anwesend. Von den heiligen Gebeinen sollen göttliche Kräfte ausgehen, die Krankheiten heilen und Unheil abwehren können. Das glauben auch viele Pilger, die sich von weit her auf den Weg machen. So auch nach Enger. Denn hier befindet sich ein Reliquiar ersten Ranges. Das goldene Reliquienkreuz. Darin soll sich ein Stück vom Kreuz Jesu Christi befunden haben. Die Inschrift De Ligno Domini, vom Holze des Herrn, weist darauf hin. Das Kreuz zeigt, je wertvoller eine Reliquie, umso kostbarer ist ihr Reliquiar, das Behältnis, in dem sie aufbewahrt wird. Im Reliquiar mit dem großen Bergkristall bewahren die Stiftsherren Reliquien des heiligen Dionysius. Neben der Gottesmutter Maria ist er der Schutzpatron des Stiftes in Enger. Der heilige Dionysius war im 3. Jahrhundert Missionar und erster Bischof von Paris, ein frühchristlicher Märtyrer im damaligen Gallien, der von römischen Legionären enthauptet wurde. Deswegen wird er bis heute mit abgetrenntem Kopf dargestellt. Am Ort seines Todes, in Saint-Denis bei Paris, lassen die ersten fränkischen Könige zu Ehren des Heiligen eine Kirche errichten. Dionysius wird ihr Schutzpatron. Damit besitzt das ferne Enger hoch angesehene Reliquien. Die wertvollen Stücke betonen die herausragende Bedeutung des Stiftes zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert. Dies ist der noch vorhandene Schatz. Im Altarschrein befinden sich 20 Goldblechstreifen und 58 goldene Schmuckknöpfe sowie 9 Steine, Bernstein und andere Steine, heißt es in einem Schatzverzeichnis aus dem 12. Jahrhundert. Aufgelistet sind viele kostbare Dinge. Darunter Edelsteine und Perlen, ein Stück vom Kreuzholz des Herrn, 2 goldene Kelche, auch 2 goldverzierte Schultertücher werden erwähnt. Reiche Schätze, die nicht nur Faszination, sondern auch Begehrlichkeiten auslösen. Dagegen richtet sich ein Bannfluch, der potenziellen Dieben den schlechten Teil im Himmel ankündigt und droht, dass ihre letzte Ruhe in der Hölle sein möge. Trotz des überirdischen Beistands, die Stiftsherren gehen lieber auf Nummer sicher und vergraben den Schatz in der Kirche. Denn sie gehen politisch unruhigen Zeiten entgegen. Stiftsherren und Schatz geraten bald in große Gefahr. Anfang des 14. Jahrhunderts geraten die adeligen Herren der Umgebung in Streit. Sie wollen mit Macht ihr Territorium vergrößern und schädigen ihre Gegner, wo sie nur können. Leidtragende sind auch die Bewohner von Enger und der umliegenden Dörfer. Raubritter vernichten die Ernten, stehlen das Vieh, brandschatzen und morden. Kein Dorf, keine Straße ist vor ihnen sicher. So auch im Nordosten von Westfalen. Kirchlich gehört das Amt Enger in dieser Zeit zum Bistum Osnabrück, weltlich zur Herrschaft Lippe. Doch die Grafen von Ravensberg wollen ihr Gebiet abrunden. Nach langen erbitterten Fehden gegen die Lipper fällt das Amt Enger schließlich an die Grafschaft Ravensberg. Doch die Angst vor neuen Plünderungen bleibt.
auch bei den Stiftsherren. In ihrer Not wenden sie sich an Papst Johannes den 23. Sie bitten ihn, Enger verlassen und in das befestigte Herford umziehen zu dürfen. Das wird ihnen von höchster Stelle ausdrücklich erlaubt. Und so verlassen die Stiftsherren von St. Dionysius mitten im Winter am 16. Januar 1414 den Ort Enger in Richtung Herford. Mit im Gepäck haben sie ihren wertvollen Kirchenschatz und die Reliquien. Darunter auch die vermeintlichen Gebeine Widukinds. Die Johanneskirche in der Herforder Neustadt wird am Ende ihre neue Bleibe. Und das Stift heißt von nun an St. Johannes und Dionysius. Nicht nur der Bannfluch schützt jetzt den reichen Schatz, sondern auch dämonische Wesen. Sie sollen den Teufel und alle übrigen Gefahren draußen halten und das Innere der Kirche schützen. Der Schatz lässt den Glanz Herfords neu erstrahlen. Doch für die Stiftsherren aus Enger bringt der Umzug nicht den erwarteten Aufschwung. So kommen zum Kirchenschatz nur noch wenige Stücke hinzu. Unter anderem eine Chormantelschließe, ein Duftapfel und verschiedene kleine Vortragekreuze aus dem Besitz der Stiftsherren. Trotzdem ist Herford ein sicherer Ort. In der Johanneskirche wird der Schatz in einer alten, eisenbeschlagenen Truhe aufbewahrt, die nicht mehr erhalten ist. Dagegen existieren noch zwei Schränke aus dieser Zeit, mit eisenbeschlagenen Schlössern und Riegeln. Auch darin, so wird erzählt, soll sich mal der Schatz befunden haben. Als sich die Johanneskirche im Jahr 1530 der Reformation öffnet, verliert der Schatz jedoch an Bedeutung. Für Luther und die Reformatoren sind Reliquien alles tot Ding, ohne jeglichen Wert. Für den protestantischen Gottesdienst spielen sie jetzt keine Rolle mehr. Trotz politisch unruhiger Zeiten gelingt es den Stiftsherren, ihren Kirchenschatz auch weiterhin sicher zu bewahren. Erst 1810 wird das Stift im Zuge der Säkularisation aufgelöst und der Schatz gehört jetzt dem neuen Landesherrn, dem preußischen Staat. Dieser verfügt, dass die Kunstgegenstände in Herford bleiben, während die Gebeine Widukinds wieder den Weg nach Enger finden sollen. Darauf reagieren die Herforder eher gelassen. Der Engersken hebete Knorken, wie in Hävede behaulet dat Fett. Die Engeraner haben die Knochen, wir in Herford behalten das Fett, wird damals in Herford gespottet. Die Engeraner dagegen sind froh über ihre Knorken, denn für sie gehört Widukind nun mal zu Enger. Mitte Oktober 1822 werden seine vermeintlichen Überreste in die Stiftskirche überführt. Dort werden sie hinter dem Altar in einem gotischen Schränkchen verwahrt. Etwaige Zweifel an der Echtheit der Gebeine werden großzügig übergangen. In Herford wird weiterhin das Fett verwahrt. Der Kirchenschatz. Und den belassen die preußischen Behörden in der Johanneskirche. Dort wird er von den Kirchenvertretern gelegentlich interessierten und hochgestellten Personen gezeigt. So 1833 dem preußischen Kronprinzen. Unter den vielen mittelalterlichen Stücken mit ihren kostbaren Reliquien scheint ihn eines besonders fasziniert zu haben. Die sogenannte Taufschale Widukinds. Sie soll ein Patengeschenk Karls des Großen gewesen sein. Anlässlich seiner Thronbesteigung 1840 übersendet die Stadt Herford dem neuen preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Die kleine Schale als Huldigungsgeschenk. Kurios daran, der gesamte Dionysius-Schatz samt Schale gehört zu diesem Zeitpunkt bereits dem preußischen Staat. Friedrich Wilhelm übergibt die Schale später der königlich-preußischen Kunstkammer, aus der das Kunstgewerbemuseum hervorgeht.
In den neuen Museen entdecken jetzt geschichtsbewusste Bürger mittelalterliche Kirchenschätze als Zeugnisse ihrer Vergangenheit. Der Schatz von Enger wird wissenschaftlich erfasst und durch Veröffentlichungen in Büchern, Zeitschriften und bedeutenden Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Doch der Schatz blieb in der übrigen Zeit weiterhin in Herford. Als die Johanneskirche Mitte des 19. Jahrhunderts Geld für die Renovierung des Kirchturms benötigte, baten die Kirchenvertreter bei den Behörden in Berlin darum, der Gemeinde den Schatz zu überlassen, um ihn zu verkaufen. Vergeblich. Ein zweiter Versuch, 10 Jahre später, blieb ebenfalls ohne Erfolg. Hätten die preußischen Beamten diesem Antrag damals stattgegeben, wäre der Dionysius-Schatz vermutlich für immer verloren gegangen. Als 1884 in die Sakristei der Johanneskirche eingebrochen wird, zieht der Schatz nach über 460 Jahren erneut um. Diesmal ins ferne Berlin, wo er seitdem im Preußischen Kunstgewerbemuseum aufbewahrt wird. Im Gegenzug gibt Preußen der Kirchengemeinde schließlich doch das Geld für die Renovierung ihres Kirchturmes. In Berlin legen die preußischen Beamten 1888 ein genaues Inventarverzeichnis an. Es nennt 32 Stücke, von denen heute noch 19 vorhanden sind. So unter der Nummer 632 Reliquienbehälter in Taschenform. Das ist die kostbare karolingische Bürse. Oder Nummer 633 Reliquienbehälter altarförmig. In der Mitte ein großer ovaler Bergkristall. Nummer 635, Reliquienkreuz, Holz mit Goldplatten. Doch die darin enthaltenen Reliquien sind irgendwann verloren gegangen. Das Inventar sagt nichts mehr über sie aus. Für unsere moderne, säkularisierte Welt spielt ihr religiöser Wert keine Rolle mehr. Heute bewundern wir mittelalterliche Kirchenschätze wegen ihrer seltenen Materialien und kunstvollen Handwerksarbeiten und stehen staunend vor jahrhundertealten Handschriften. Nach einer wechselhaften Geschichte hat der außergewöhnliche Schatz von Enger heute eine sichere Heimat gefunden und ist in den Museen in Berlin und Enger zu bewundern.